Ja, willkommen zum Game News Special. Und zwar geht es hier um die Xbox One und um die PS4, also um Konsolen, um die Next Generation Konsolen, wie man gerne sagt. Und ja, als ersten Fakten haben wir zur Xbox One, deren Präsentation ja Mittwochabend war. Da haben wir jetzt ein paar Spiele, die bereits fest angekündigt sind. Darunter sind natürlich festgesetzte Spiele wie Battlefield 4, Watch Dogs und FIFA 14, aber auch sowas wie Quantum Break, Forza Motorsport oder Thief und was da jetzt zu beachten ist und Call of Duty Ghosts, und wobei Call of Duty Ghosts zeitexklusiv sein wird. Zeitexklusiv bedeutet, dass es eine Zeit lang, und das ist die erste Zeit lang, nur für Xbox One verfügbar sein wird und erst danach für andere Konsolen und PC. Und das wird sich bei den DLCs genauso handhaben, ist im Moment ja auch so. Und ja, da weiß man halt nicht, ja, ist das jetzt gut oder nicht. Falls ihr eine PS4 habt, wahrscheinlich ja nicht. Und eine Xbox habt, wahrscheinlich schon. Aber alles in allem kann man da halt sagen, Microsoft und EA, merkt man halt, dass sie zusammenarbeiten und dass da auch Kooperation besteht. Weiter geht's mit einer Aussage von Electronic Arts. Und zwar sagen die aus, dass die PS4 und die Xbox One eine Generation vor aktuellen High-End-PCs liegt. Und ja, wir wissen zu den technischen Fakten der PlayStation 4 noch nicht allzu viel, zur Xbox One zwar auch noch nicht alles, aber wir wissen immerhin ein paar Fakten. Und diese können wir natürlich dann auch aufgreifen direkt. Und die bestehen aus 8 GB Arbeitsspeicher, also 8 GB RAM, einer 500 GB Festplatte, einem Blu-ray-Laufwerk, einer USB, mindestens zwei USB 3.0 Schnittstellen, WLAN und HDMI Ein- und Ausgang, sowie einem x86 basierten 64-Bit CPU mit 8 Kernen. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, erkennt dieses x86 64-Bit CPU, das wird auch in PCs verwendet. Und 8 GB, ja gut, das ist halt zwar ein guter PC, aber Gamer-PC haben jetzt auch mindestens ab 8 GB, würde ich jetzt mal sagen, wenn nicht sogar 16 oder 12. Und ja, zu der 5 Festplatte natürlich, da hat man mittlerweile 4 TB, das man da angereicht. Und mit 8 Kernen CPU, das ist schon ein Schritt, aber da gibt es auch, es gibt auch die Intel i7er Generation mit 8 Kernen und auch einer, auch ganz so viel oder sogar mehr Arbeitsspeicher. Ich würde sagen, weit vor, würde ich jetzt nicht sagen, nochmal bezogen auf die Aussage von Electronic Arts, sondern sie liegen jetzt ungefähr gleich auf, was auch bitter nötig war, denn wenn sich die technischen Informationen zur PS3 und zur Xbox 360 anguckt, da wird heutzutage jeder PC über 300 € wird besser sein als die PlayStation 4, PlayStation 3 und die Xbox 360. Und das war jetzt auch nötig. Außerdem wird die Kinect in 1080p auflösen können und der Controller wird ein neues Benutzerergebnis suggerieren, nach Microsofts Angaben. Und die Xbox One ist auch schon bei Amazon gelistet. Und zwar war die vorher zu einem Platzhalterpreis von 1000 € angestellt. Und jetzt ist sie für 600 €. Ob das der aktuelle Preis sein wird, wird vermutet, was auch logisch scheint. 600 € ist berechtigt. Und enthalten sein wird die Xbox One, sprich die Konsole. Und höchstwahrscheinlich die Kinect, da ohne die Kinect nichts mehr laufen wird. Und zur Kinect hat man noch was, und zwar wird die Kinect ständig aufnehmen. Und zwar auch, was der Nutzer gerade guckt und so. Und darüber hat sich mal Microsoft jetzt auch ein Patent anlegen lassen, über dieses Nutzerverlauf. Und ja, der hat man noch ein paar Einzelbilder hier. Der neue Controller sieht ein bisschen im Retro-Style aus mit diesen Tasten. Die Knöppel sind natürlich wieder versetzt, wie man es von Xbox-Controllern gewohnt ist. Und die Schultertasten sind hierhinter versteckt. Das Xbox-Zeichen ist nach oben gewandert, von der Mitte aus. Und das Steuerkreuz ist da, wo es ist, und sieht auch im Wesentlichen aus, wie es vorher war. Die Xbox One, ach, die Kinect ist sehr flach geworden, sehr metrohaft, auch wie die Metrokacheln aus Windows 8 oder Windows Phone 8. Und so soll wahrscheinlich auch das Betriebssystem auf der Xbox aufgebaut worden sein. Hier sieht man noch, dass es nach hinten hin eckig, und auch die Konsole sieht so aus mit dem Laufwerk dort. Ja, das war's mit dem Special zur Xbox One und auch ein bisschen zur PS4. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und euch ein bisschen informiert. Falls ihr darüber irgendwelche Kommentare oder Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr auch schreiben, welche Konsole ihr besser findet, Xbox One oder PS4, ob ihr eine Vorgängerkonsole habt, sprich PS1, 2 oder 3 oder eine Xbox 360 oder die Xbox Classic. Ich glaube, die hat sogar nur Xbox. Und ja, das war's von mir. Auch hier wünsche ich euch nochmal ein schönes Wochenende. Und ja, genießt es.